Am 4. Februar waren die Barber Angels im Treff im Lindengarten in Wismar zu Besuch. Die ehrenamtlichen Friseure schneiden die Haare von Menschen, die sich einen Friseurbesuch nicht leisten können. Die Barber Angels agieren Deutschland und europaweit. Den Club gibt es seit 2016. Nun machten die 10 Friseurinnen Halt in der Hansestadt. Dort kooperierten sie an diesem Tag mit dem Verein Wismar hilft. Die Angels, genauso wie wir, wir möchten Menschen glücklich machen. Und ein neuer Schnitt ist doch so ein Gefühl des Glücks, was man hat. Und das wollten wir vermitteln. Wir haben uns kurz vor Weihnachten eine Aktion angeguckt, live in Schwerin. Und wir sind davon total begeistert. Und wir haben jetzt noch dieses Jahr 2 weitere Termine und hoffen, das wird von den Wismarern gut angenommen. Kathleen Geng ist die 2. Vorsitzende der Barber Angels aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist seit 5 Jahren dabei. Kathleen Geng verbindet durch die Arbeit der Barber Angels Beruf und Passion. Das Ziel der Barber Angels ist es, viele Leute, ob Kinder, ob ältere Generationen, glücklich zu machen. Der Verein Wismar hilft hat aktuell die Aktion Mal-, Bastel- und Schreibzubehör für Schulkinder zu sammeln. Die Schülerinnen und Schüler erhalten das Material kostenlos. Zudem sucht der Verein Räumlichkeiten für die Lagerung der Spenden. Die nächsten Städte der Barber Angels sind Schwerin und Greifswald.